Mit einem Rettungshubschrauber musste am Montagnachmittag ein schwerverletzter Motorradfahrer in eine Klinik geflogen werden. Der 25-Jährige befuhr kurz vor 15 Uhr mit seiner Honda den linken Fahrstreifen der B313 in Richtung Nürtingen. Kurz vor der Anschlussstelle Köngen Nord bemerkte der Biker zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Er fuhr mit seiner Maschine gegen den Audi TT einer 26-Jährigen und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort weggeflogen werden musste. Wie Augenzeugen mitteilten, stand an dieser Stelle ein Blitzer, was der Grund sein könnte, warum die Fahrzeuge abbremsten. Während der Landung des Rettungshubschraubers wurde die Bundesstraße in Richtung Nürtingen voll gesperrt. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden und musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro.